Hallo Leute, hier sind wir mit Mephisto 2051. Maruna MC und Shadow TSS. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server. So ist es, die Sonne geht gerade unter. Und ja, ich habe hier gerade mal ein paar Felder angelegt, weil wir keine Nahrung mehr haben. Und werde auch da im Haus ein paar Fässer anlegen, wo ich dann Massenproduktion mache. Ich komme nicht rein. Ich bin zu doof, falsch um durch die Tür zu laufen. Du bist nur zu fett. Nee, verrat doch nicht alles. So, also hier kommt Essen rein. Haben ein bisschen was vorbereitet, einen Haufen Toastbrot, dass wir wenigstens ein bisschen was haben. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Bauen. Das ist auch ein bisschen automatisieren. Eigentlich hatte ich da ist was? Ja, genau, eine Inventar habe ich schon platziert. Ich nehme mal hier gerade pinke Farbe. Hat schon jemand pinke Farbe auf Ender Chests? Nein. Nein, ich habe noch gar keine Ender Chests. Außer, okay, nee, keine Ender Chests. Kaktusgrün ist vergeben für die Farm. Aber ansonsten ist alles frei. Pink, pink, pink ist Essen. Pinke Bulette. Barbie essen. Ja. Oder Fleisch. So, ich will nämlich hier das ganze Zeug dann einfach in die Ender Chest hauen können, wenn ich es geerntet habe. Und dann drüben. Ja, klar, gleich wieder von hinten. Au, au, au. Einzusortieren. Dein scheiß Mini-Zombie. Und dann ist es viel einfacher für mich, da was Gescheites draus zu machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie man. Wie kriegt man denn nochmal Seeds? Kann man die überhaupt craften? Eine Segment. Blaues Erbe. Okay. Und dann haben wir hier die erste Erbe. Die ersten Pflanzen fertig. Außerdem habe ich hier noch Palms Harvest Craft. Alles Mögliche, was ich gefunden habe, angepflanzt. Da sind Karotten. Diesmal passiert der Bug nicht. Gerade habe ich Karotten abgebaut, die sind einfach despawned. Das war doof. Ach ja, hier habe ich ein paar Öfen hingestellt. Muss ja auch ein bisschen was braten können. Ich wollte jetzt eigentlich hier hinten Itemkonto jetzt nach unten legen. Das Problem ist, dass da unten noch keine Plattform existiert. Das heißt, ich hätte ins Leere gebaut und das wollte ich nicht unbedingt. Leckt gerade ein bisschen. Habe ich das Gefühl, dass es leckt. Sieht auch schon gut aus. Also hier geht eine Leitung nach unten, da geht eine Leitung nach unten, die geht zu der Ender Chest. Aus der Ender Chest wird alles abgesaugt und in die Fässer gemacht. Dann sieht es, glaube ich, schon recht gut aus. Außerdem habe ich letztes Mal noch einen Haufen Researches gemacht. Ja, ich habe hier End Focus Equal Trade. Den können wir uns theoretisch bauen und noch diverse andere Dinger. Also ich habe da ein bisschen weiter rumgemacht, fand noch ein paar andere Researches raus. Hier zum Beispiel, das ist cool, dass ich die Aspekte, die ich reinmache, morgen, die auch wieder zurückkriegen kann. Guten Morgen. Aber schläft ja gar keiner. Hat irgendwie dauernd vom Bett rausgeschmissen. Ja, hatte ich auch schon. Für den Monster in der Nähe. Dann musst du die halt erstmal töten. Oder schläfst du einfach auf dem Dach. Ja. Natürlich alles schon da. Ich dachte, das Kellerkissen, diese will da auf dem Dach schlafen. Hm? Wie bitte? Als Kellerkind schläft man nicht auf dem Dach, sondern im Keller. Hey. Musst du gerade sagen? Ja, im Grunde muss ich jetzt unten weiterbauen.
Aber das wollte ich eigentlich jetzt nicht mit euch machen. Gibt's nicht, ich kann immer noch nicht schlafen. Und deshalb mache ich mal noch ein paar Research oben. Oder wir craften mal irgendwas. Zum Beispiel den Wand of Equal Trade. Den finde ich nämlich ganz cool, weil ich wollte die Fabrik... Warum du hältst uns doch bitte auf dem Laufenden, was die Zeit angeht? Irgendwann, wir sind erst bei 5 Minuten. Ich sag dir auf dem Laufenden halten. Ja, mach ich. Könntet ihr mal kurz schlafen gehen? Ich kann's nicht. Irgendwo müsste ich noch den Schlafsack haben. Obwohl, ja, ich lieg auf dem Boden. Hey, ich kann nicht schlafen. Ja, und dann geht es schlafen. Ja, jetzt gerade hat es funktioniert, da kann ich doch nichts dafür, wenn es jetzt gerade funktioniert. Also extra bin ich durch die ganze Welt gereist mit dem Schlafsack. Und dann schlechter. Sorry. Ja, ich hatte auch noch einen Silverwood angepflanzt. Wir haben jetzt noch mehr Silverwoods. Also Saplings. Hier, 2 Stück. Lava haben wir jetzt auch. Mehr als genug. Da haben wir noch Ei, machen wir auch mal raus. Oh, ich habe hier lauter Zeug drin. Vielleicht, ich glaube, wir bauen doch kurz da unten eine Plattform, dann können wir das nämlich fertig machen. Ich muss mal gerade runter. Ich weiß gar nicht, bis wohin ich bauen muss, deshalb mache ich da mal gerade den Holzblock weg. Den da. Das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile. Da hinten fehlt er, da oben fehlt er. Wir müssen sowieso hier unten noch ausbauen. Und dann machen wir das einfach mal ein bisschen in der Folge. Zumindest bis dahin, bis ich die Leitungen legen kann. Das reicht ja dann auch für den Moment. Ich habe mich gerade gewundert, weshalb es hier nicht dunkel wird. Aber da oben ist ja Glowstone. Ja, wir haben immer noch das Push-to-Talk an, deshalb hört ihr Mavia kaum. Mavia. Ich habe wieder Mavia gesagt. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem habe. Mephisto habe ich natürlich gemeint. Das ist einfach besser. Wir sind jetzt inzwischen 3 Leute hier auf dem Server. Und wenn dann alle durcheinander labern, dann ist das ein bisschen doof. Deshalb ist das so einfach viel besser geordnet. Und Mephisto wird wahrscheinlich die ganze Zeit vergessen, die Taste zu drücken, wenn er irgendwas erzählen will. Aber so ist es halt. Die jetzt mal verarschen. Wir sind bei 20 Minuten. Verarsch mich doch. Und ich bin der Kaiser von China. Hättest du 5 Minuten später gesagt, hätte ich dir noch geglaubt. Dann wären wir trotzdem erst bei 14. Aber der wäre näher an der 20 dran gewesen. So, der hier muss auch. Und somit wäre es auch ein bisschen wahrscheinlicher. Der auch noch. Falsch gelaufen. Diese Richtung. So, dann können wir hier die Ender Chest anschließen. Die müssen wir konfigurieren. Und zwar Insert. Nein, Extract. Extract. Ja, fertig. Fertig, das war's schon. Scheiße! Wortwahl. Ja, ist doch wahr! Was so. Jammert ihr wieder darum? Weiß nicht. Mir fehlt ein Harvester. So. Hat er jetzt mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich Pulverizer mehr brauche als wir haben. Da klingelt's. Ich hör's. Frag mich nur, was es ist. Wenn du Push to Talk hast, sollten wir das nicht hören. Hat er wohl nicht.
ich habe die ganzen Dinger sind nicht konfiguriert, das heißt, du musst dich alle per Hand konfigurieren auf Insert. Hab mich nämlich schon gewundert. Und jetzt habe ich meine Spitzhacke weggelegt, meine Axt weggelegt. und ich hatte hier noch Raw Beef. Das war die Sache mit dem Telefon. Haben wir alle gehört. Dann ist gut. Nein. Aber es hatte ich verraten. Es hatte ich verraten, eindeutig. Mist! Normal hätten wir ja gehört, wenn die Motorräder wieder vorbeifahren. Aber so war es das Telefon. Irgendwas ist es immer. Hätte ich jetzt noch 2 Stacks Erde, dann könnte ich die Felder hinten fertig haben. Ich sag's jetzt bloß, weil du meine 2 Stacks Erde gesehen hast. Nein, das sage ich, weil mir gerade noch 2 Stacks fehlen. Jetzt fehlt mir nur noch ein halber Stack. Beziehungsweise einen halt. Und hol das Erzeug. Ja, langsam, ich guck, wie viel ich brauche. Kriege ich das noch hin? Ich will dir ja auch nicht die Erde weg. Sehen. Irgendwie zieht er nichts aus der Kiste raus. Ich weiß jetzt noch nicht warum. Ich darf mal gleich nochmal gucken. Weil Channel muss ich ja nicht vergeben. Müsste eigentlich einfach so gehen. Aber gleich sind wir durch. Und dann können wir die Ah, hat doch nicht gereicht. Das muss ich dir doch glauben. Können wir ja mal gucken. So nicht. Honig! Ach so! Mephisto, du hast mich ja auf der Friends List. Das heißt, wenn ich irgendwo Ender.io Item Conduits mache, dann funktionieren die bei mir auch, oder? Ja, klar. Warte. Die Friends List ist nur dazu da, dass du überhaupt irgendwas machen darfst. Ansonsten klemme ich die Chunks und du darfst gar nichts abbauen. Okay, nee, ich habe meinen Fehler gefunden. Ich hatte die Chest auf Redstone Active. Den Output von dem Ender.io und deshalb ging es nicht. Warte, ich möchte mich zitieren. Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Ja, richtig. Ich glaube, Shadow hat das sogar geliked und auch unter meinem Video kommentiert. Ich glaube, ja. Dein Salat oder was? Das ist fertig. Naja, das wächst alles. So, ich wollte die Erde mitnehmen. Ich habe jetzt mal die 2 Sticks mitgenommen. Den Rest bringe ich dir wieder. Das wäre nett. Gerne auch mehr. Ja, kommt drauf an, wie schnell ich wieder an Erde komme. Warum zieht er das jetzt nicht mehr raus? Oder packt es? Was haben wir hier? Der Sludge-Boiler produziert ja auch Erde, ne? Parsnip. Parsnip haben wir. Barley, brauchen wir nicht. Parsnip. Dann haben wir jetzt in jeder Reihe eine verschiedene Saat. Das ist auch ganz cool. Aber jetzt interessiert mich noch, weshalb der da den Barley, den das Zeug da nicht rauszieht. Dann wieder. Hä? Ich setze da einfach eine Redstone-Fackel daneben. Was soll denn das? Aber eigentlich kann es nicht sein. Eigentlich müsste er das rausziehen.
always active. Ja. Schon besser. So, hier kommt noch das. Oh, warte mal. Das stehen wir mal auf die Sicherung. Und fertig! Eigentlich sollten wir ja die Viecher vermehren, dann hätten wir mehr davon, aber. Nein. Nein, das fällt alles runter. Warum kann ich da. Dann hätten wir mehr davon, aber. Ja. Die Tierchen wachsen auch wieder. Und irgendwie immer auf dem Zaun. Toll. Genau das, was ich jetzt wollte, habe ich nicht gekriegt, nämlich Raw Mutton. Also rohes Schaffleisch, Hammelfleisch. Was soll ich eigentlich noch außer jetzt Glowstone und diese und Redstone hinten, was soll ich da noch anbauen? Keine Ahnung. Hätten wir Witterköpfe, würde ich jetzt noch Witter anbauen. Wie heißen die anderen Pflanzen da aus dem Nether? Netherwart? Ja, genau. Die vielleicht. Ich könnte mal was essen. Wird schwer, weil ich hab nur das normalen Sand. Und ihr zwei seid auch nur am Labern, da bringt das Push-to-Talk gar nichts. Irgendwo, Quatsch. So viel ist es nicht. Irgendwo. Dann lassen wir es mit dem Push-to-Talk. Du hast es ja immer noch nicht an. Ne, wenn ich was zu sagen habe, dann mach ich das Mikrofon aus. Wenn du was zu sagen hast, machst du es aus. Interessant. Ja. Vor allem hat er sich wieder total verraten. Vor allem, dass es auch logisch ist, ne? So. Weil da wird nicht aufgenommen. Die Farm wächst. Das finde ich klasse. Alles gut hier. Da haben wir noch ein paar Kartoffeln. Weil wir hatten vorhin wirklich das Problem. Wir sind in den Nether gegangen, Mephisto und ich. Weil wir unbedingt Dings da gebraucht haben. Aua! Wie heißen die Teile? Blaze Rods. Und dann haben wir einfach nichts mehr zu essen gehabt. Das war übelst doof. Und da dachte ich, gut, baue sie hier mal ein bisschen Essen an. Wir sind übrigens bei 17 Minuten 50 Sekunden. Sehr schön. Dann habe ich es ja gleich überstanden. Ja, wenn das für dich eine Qual ist, hier mitzuspielen, dann schon. Nein, war ein Spaß. War nur ein Spaß. So, das machen wir auch mal mit. Und das sind auch noch Karotten. Die Karotten kann man gleich mal anpflanzen. Dann gehe ich mal sehen, was die anderen gemacht haben. Ja, jetzt noch Kira, was wollte ich jetzt gerade machen? Mach mal hier 8 rein, dass wir auch gebratenes Chickenfleisch haben. Und dann passt das nämlich sogar. Dann passt das. Ach klar. So wie ich das gedacht habe. Irgendwie habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das kommt da rein. Das machen wir zu, das auch zu. Gut, hier kommt jetzt. Was habt ihr so gebaut? Wie bitte? Was habt ihr so gebaut? Das wollte ich meinen Zuschauern gerade noch zeigen. Ich höre ja nicht, was ihr da so sagt. Also, ich habe hier angefangen, die ganzen Nahrungsmittel einzusortieren. Und die Farm aufzubauen. Das Futter. Kannst du einfach mal vorbeikommen? Ich bin schon unterwegs. Ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht, ich habe eigentlich nur hinten die Felder aufgefüllt. Kennt ihr von King of Queens die Folge mit den Süßkartoffeln? Nein. Wo Arthur Süßkartoffeln kaufen will und dann den asiatisch aussehenden Verkäufer zunichte macht, weil er ihm nur die kleinen vorne verkauft? Nein. Und dann geht der Verkäufer nach hinten und kommt mit derselben Süßkartoffel zurück und Arthur ist völlig zufrieden. Nein.
Erinnert mich aber an die Folge, erinnert mich an die Folge, wo die Simpsons auf so einem Jahrmarkt sind und verschiedene Fleischspezialitäten aus allen möglichen Ländern gibt. Stimmt. Und dann haben die oben alle möglich so einen Stand, drücken auf so einen Knopf und unten steht einer an so einem Pott, wo er einfach ein Stück Fleisch rausholt und auf das Fließband wirft und oben wird es dann halt immer als was anderes und eine Spezialität von so und so verkauft. Achso. Geht auch. So, also hier, wie gesagt, hier ist die Farm. Ich pflanze hier einfach Zeug an. Das Zeug kann ich alles hier in die Ender Chest hauen. Und warte mal, Kartoffeln kann ich auch schon einsortieren. Ja, die fertigen Kartoffeln kann ich irgendwie nicht nochmal pflanzen. Nee, das geht nicht. Und dann kommt hier alles in die Kisten. Also es kommt hinten wieder in der Ender Chest an. Die Ender Chest wird leer gesaugt und dann wird es hier alles einsortiert. Ist ein bisschen einfacher. Ich finde es nur eher viel lustiger, warum du von der Ender Chest nach unten raussaugst, um es dann von unten wieder hochzupumpen. Damit der Weg hier frei ist. Natürlich. Hättest einfach die dumme Ender Chest hier oben drauf stellen können. Nein. Hinten an die Wand pappen. Sieht doch viel cooler aus. Außerdem habe ich dadurch, warte, lass mich kurz rechnen. 1, 2, 3, 4, 5 Item-Conduits mehr verbraucht. Ja, was ein Gewinn. Aber hier, warte, da sind noch 4, die kannst du mitnehmen. Also ich will hier eigentlich alles nur automatisieren. Das ist Essen wirklich... Du, hallo, was machst du hier? Habt ihr gesehen? Der hat uns besucht. Nein, ich habe nur gehört, dass du was geschlagen und erschlagen hast. Da war so ein Golem-Teil. Ich dachte, du hast mich schon gemeint. Nee. Dich kann ich auch erschlagen, wenn du willst. Versuch, nee, das lassen wir jetzt mal. Das machen wir Outtake. Okay. Hey! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann habe ich auf jeden Fall die Fabrik fertig. Ja, und das Farmding hier ist auch... Was will denn die Kuh schon wieder? Ey, jetzt habe ich das Fleisch in der Hand. Ich hau es schon mal ab. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Mephisto und Shadow TSS rein. Und natürlich bei Verona. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute. Ciao, ciao.